Die Miniatur ruht, ohne jemals einzuschlafen. Die Fantasie ist dabei wachsam und glücklich. Meine neuen Skulpturen hier für die Stadt Zürich bestehen aus drei großen Steinmodellen der umliegenden drei Gebäude. Und diese ruhen auf ganz großen Kinderspielbauklötzen. Die sind also viel zu groß und die Schulhäuser sind viel zu klein. Da gibt es eine Maßstabsverschiebung. Die Idee dieser Skulpturen ist auch, dass man sie besitzt oder beklettert oder bespielt. Insofern können die Schüler ihre Schulhäuser begreifen, also anfassen. Sie können sie beklettern und vereinnahmen, anstatt von den Schulhäusern selbst verschluckt zu werden. In diesem Fall hier wollte ich mit Stein arbeiten, weil erstens der Stein diesen Monumentgedanken in sich trägt, weil dieser Stein unglaublich sinnlich ist. Also man hat geradezu Lust, ihn zu berühren. Also wir finden auch antike Tempel oder antike Skulpturen immer noch schön, obwohl ihnen ein Arm fehlt, obwohl sie komplett verkratzt oder fast verwittert sind. Es hat immer noch eine ruinöse Schönheit darin. Und dieser Alterungsprozess ist ja bei diesem Projekt mitgedacht. Und im Gegensatz dazu sind diese Bauklötze, auf denen sie stehen, aus Terrazzo gegossen. Also das ist nicht wie hier aus einem großen Stück Fels etwas rausgehauen, sondern das ist gegossen und dann geschliffen. Wenn man ein Kunstwerk konzipiert oder sich vorstellt, wird es am Schluss nie ganz so sein, wie man es sich vorgestellt hat. Also wenn man im öffentlichen Raum arbeitet, wie hier, kommen so viele Faktoren hinzu, die man alle nicht ganz kontrollieren kann, da passiert das ganz automatisch.